Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. In der letzten Folge haben wir eine neue Regierungsform angenommen und hätten jetzt auch noch weitere Handels- oder Handelswegplätze. Das einzige. Harald hat uns denunziert. Erst verbreiten wir ihm, wir schenken ihm unsere Religion und dann denunziert er uns. Also, ich weiß ja nicht. Wir geben ihm alles, was er sich jemals wünschen kann und wie dankt er es uns. So? Also das ist schon schlimm. So. Nach Nidaros würden wir wieder sehr viel Geld bekommen. Darum gehst du mal nach Nidaros. Ich glaube, ein paar Händler hätten wir noch, ja. Nach Agra für 3 Produktionen. Und mehr haben wir ja leider nicht mehr Händler gerade zur Verfügung. 2 könnten wir ja theoretisch noch bauen. Einer ist ja in Produktion. Und das hier gefällt mir nicht, dass die Stadt eigentlich so klein ist. Aber dafür könnten wir noch einmal die Religion in Rom verbreiten. Schauen wir mal, hier Religionssieg. Also, der Buddhismus ist schon mal in Rom, beziehungsweise im Römischen Reich, nicht mehr die Hauptreligion. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dann haben wir nämlich relativ bald 3 von 5 Zivilisationen, die unserer Religion folgen. Dann fehlen bloß noch... Ich behalte sie alle und baue daraus meine Burg. So, mittelalterliche Mauern und Alhambra. Alhambra bringt uns einen Militärpolitikplatz. Brauche ich eigentlich nicht unbedingt, aber gut, dass wir das theoretisch bauen könnten. Gut, dass wir das theoretisch bauen könnten. So, noch einen Handelsweg. Nach Skien zum Beispiel. Soll ich dich nach Skien bringen? Missouri ist noch kein Handelsposten. Stockholm wäre natürlich auch ganz praktisch. Ne, erstmal nach Missouri und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Forschung wählen. Wir könnten wieder ganz, ganz viel forschen. Eine Festung könnten wir bauen. Renaissance, Mauern. Allerdings gibt es gerade tatsächlich nicht so die sonderlich schönen Sachen, die wir nehmen könnten. Darum sage ich mal hier die Wissenschaftstheorie. Oder wir schauen mal im Technologiebaum, ob es hier irgendwas Interessantes gäbe. Militärakademie, Kavallerie braucht man nicht. Ein Ranger, Börse, Big Ben wäre natürlich nett. Kanalisation für mehr Wohnraum, Kohle. Dann machen wir die Industrialisierung. Industrialisierung ist immer schön. Und hier versuchen wir jetzt irgendwie in den Westen zu kommen, ohne an Piraten zu sterben. So, in der Hauptstadt wäre noch Platz für einen Händler. Und dann schauen wir mal hier bei der Hauptstadt, das sind ja sowieso bald 7 verschiedene Händler. Militärtechnik abgeschlossen. Was ist jetzt schon wieder los? Keine Ahnung, was da gerade los ist. Auf jeden Fall, hier gäbe es ein Stammesdorf. Perlen, Fische. Das wäre eigentlich auch ein ganz netter Spot für eine Hafenstadt eigentlich. Eigentlich könnte ich auch einen bauen. Warum denn eigentlich auch nicht? Siedler, 8 Runden. Na komm, Siedler, 8 Runden, warum nicht? So viel Zeit haben wir. So viel Zeit haben wir. So, du kannst eigentlich hier bleiben. Dreiern ist uns immer noch relativ unfreundlich gestimmt. Allerdings...
Ich müsste halt tatsächlich noch mehr Apostel rüberschicken. Heißt, einen Apostel gebaut, einen zweiten können wir eh nicht, wegen nicht genug Glauben. Ich bräuchte eigentlich da drüben noch irgendwie eine Stadt. Norwegen. Und jetzt ist jetzt eine klassische Republik. Aha. Der ganze Palastkomplex ist an einer zentralen Achse ausgerichtet, der Weltachse. Alles in den vier Himmelsrichtungen hängt an diesem zentralen Punkt, den die Paläste darstellen. Ist das nicht ein schöner Palast? Doch, es ist ein schöner Palast. Wir haben jetzt einen Joker-Politikplatz mehr. Das ist ganz, ganz toll. Nämlich, Politik ändern für den großen General. Warum denn auch nicht? Yo. Gut, der eine Apostel wird mal hier noch ein bisschen schauen, was es gibt. Ja doch, das wäre wirklich ein schöner Spot hier. Vorgelagert. Mit zwei Fischen, zwei Perlen, hier Krabben. Da theoretisch nochmal Fisch. Hier wäre ja Jerusalem mit dem Buddhismus. Warum auch immer hier das Buddhismus-Symbol direkt im Logo drin steht. Aber okay. Bildet eine Karavelle aus. Ja, das möchte ich sowieso. Und du könntest... eliminiert andere Religionen. So. Das klingt gut. Und jetzt könnten wir eigentlich noch einen Apostel bauen. Hätte ich den weggezogen, aber habe ich nicht. Darum können wir keinen bauen. Ich bin auch manchmal recht schlau, wie man bestimmt schon gemerkt hat. Handwerker vielleicht noch gebaut. Und du nach Kairo wieder. Oder? Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt Mediolanum. Wir könnten eigentlich mal nach Mediolanum und da ein paar Informationen sammeln. Warum denn eigentlich auch nicht? Mit der Religion schaut es hier eigentlich ganz gut aus auf unserem Kontinent. So, der letzte Händler, der kann mal nach Stockholm für ein bisschen mehr Forschung. Ich hoffe, dass da keine Barbaren irgendwo unterwegs sind. Apostel? Apostel. Apostel geht mal nach... Nicht nach Stockholm, sondern hier irgendwie nach Mediolanum. Braucht 13 Runden, aber okay. Weil ich müsste noch einen Apostel bauen für... unsere Stadtstaaten. Weil die müssten ja auch noch bekehrt werden, früher oder später. Am besten früher. Warum habe ich da eigentlich noch kein Monument gebaut? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Versammlungshaus für mehr Produktion klingt auch immer gut. Er denunziert uns zuerst und danach sagt er, hey, das machst du gut. So. Städten andere Zivilisationen. Die Frage ist, zählen da auch? Ich probiere es einfach mal. Ob da auch die Stadtstaaten zählen. Ich habe hier sowieso gesehen, in Valletta verbreitet sich der Buddhismus. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Für Gilden. Das ist toll. In einer Runde ist das ja eh fertig. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Die momentane Situation. Bedienstete. Ja, und ein Amphitheater. Mich interessiert doch... einfach die Leute von der Diebesgilde verhaften. Da hätten wir ja sonst den ganzen Tag zu tun. Ich möchte doch nicht dauernd irgendwie erfahren, was der andere gerade gebaut hat. Bringt mir gar nichts, weil ich den ganzen Dschungel abgeholzt habe. Aber okay. Das hier wäre natürlich noch ganz toll, die großen Händlerpunkte. Werde ich mal schnell nachschauen.
Großer Händler. Bekommen wir 4 pro Runde. Nee, wir lassen das mal so. Zumindest vorerst. Hier holen wir dann eh noch Rom ein, hoffe ich zumindest sehr. Und die zwei, die wollten ja irgendwie keine Religion gründen, warum auch immer. Und du kommst, glaube ich, mal von der anderen Seite. Hier wäre sowieso Kyoto, die heilige Stadt vom Buddhismus. Könnten wir eigentlich so langsam versuchen, Kyoto zu übernehmen? So, diplomatischer Dienst. Machiavellismus. Spionage. Dauerhafte Botschaft. Aha. Heiligen Krieg, Befreiungskrieg, Rückeroberungskrieg, Protektoratskrieg. Fresken, Erfindungsdienst, das wäre natürlich auch ganz schön, die zwei. Archäologisches Museum, Kunstmuseum. Reformkirche. Ihr habt 6 Städte mit eurer Religion. Ich würde aber. Das brauche ich eigentlich noch nicht. Okay, zuerst die Reformkirche. Schauen wir mal, vielleicht gibt es da noch irgendwie was Interessantes, was wir da in nächster Zeit noch damit machen könnten. Und du ziehst jetzt mal nach Stockholm. Ab nach Stockholm, sagte er. Die Nase geht schon wieder zu, das gibt's doch nicht. Einmal Wein. Du möchtest einmal Wein und gibst mir 14 Gold, 4 Gold pro Runde und offene Grenzen. Statt dem Gold wäre mir hier Tee eigentlich lieber. Das möchtest du aber nicht. Offene Grenzen. Ja gut, nehmen wir das einfach mal so an. Warum auch nicht ein bisschen nette Beziehungen? Japan handelt mit Indien. Ach was. Trajan ist auch nicht mehr so böse eingestellt uns gegenüber. Finde ich natürlich auch ganz schön. So, und hier segeln wir mal direkt nach Kyoto, würde ich sagen. Wo ist denn hier Vilnius, glaube ich, hatten wir bis jetzt, oder? Ich glaube schon. Dann gehst du wieder zurück nach Vilnius. Für mehr Gold und mehr Kultur. So langsam gehen mir die Möglichkeiten aus, was ich mit hier den Handwerkern groß machen kann. Aber okay. Ich wollte doch hier. Nee, in Kairo wollte ich Unterhaltungskomplex bauen. Darum baue ich mal hier das Theaterdings. Und sage hierhin. Dann könnten wir nämlich da noch Wunder bauen, theoretisch. Falls wir denn noch dazu kommen. Harald müsste eigentlich auch bald die Denunzierung verlieren. Ich glaube, 30 Runden ist eine Denunzierung. So, hier haben wir Tokio. Tokio, Tokio, Tokio. Bloß Tokio interessiert uns eigentlich nicht so sonderlich viel. Eigentlich die ganzen Stadtstaaten auch nicht, wenn man es genau nimmt. Aber wenn wir schon eine Religion haben, dann wollen wir sie auch überall verbreiten und nicht nur so ein bisschen. Und mir gefällt nicht, dass da ein Speer ist. Darum ziehe ich mal hier nach Vilnius rein. Und hoffe, dass mich der Speer nicht entdeckt. Ja, Bernodin ist jetzt in der Stadt angelangt. Das ist ganz, ganz toll. Warum wechselst du so oft deine Regierungsform, lieber Harald? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Könnten wir hier noch irgendwie was Sinnvolles bauen? Ja, theoretisch hier das Eisen noch abbauen. Das habe ich nämlich bis jetzt noch nicht.
Und du kannst ja, wie gesagt, hier nach Mediolanum. So, schaut nicht schlecht aus bisher, muss ich eigentlich wirklich sagen. Und hier können wir einfach mal ein Lager an die Grenze bauen. Warum denn auch nicht? Einen Gesandten schicken hatten wir schon seit langem nicht mehr. Suzerän in Stockholm würde ich wieder gerne werden. Also, zack. Ja, Breslau interessiert mich die Bohne. Moment. Stockholm sind wir. Valletta sind wir. Jerewan sind wir. In Vilnius sind wir nicht. Da ist aber auch irgendwie keiner Suzerän. Okay. Dann ist das nicht so schlimm. Wenn keiner Suzerän ist, bin ich glücklich. Lieber keiner als einer. Solange nicht ich der eine bin. Da ist ein Barbarenlager. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass der Apostel auch noch flöten geht. Norwegen expandiert. Das gefällt mir fei ernsthaft nicht, du. Bis zum Schluss muss ich wohl doch noch den Krieg erklären gegen Harald. Wie kann er nur einfach hier eine Stadt gründen? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wirklich nicht. Harald. Forderung, nein, nicht Forderung stellen. Abkommen aushandeln. Was möchtest du für Tromso? Was wäre nötig? Nichts. Ich kann dir auch mein gesamtes Gold geben, eigentlich. Aber das möchte er trotzdem nicht. Okay. Bis zum Schluss muss ich ihm noch den Krieg erklären. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, gut. Dann wird eben noch ein Pikenier gebaut. Dass wir es schon mal im Falle eines Krieges schon mal was haben. Bloß wie gesagt, ich hoffe, dass kein Krieg entsteht. Aber falls, dann haben wir was. Falls, dann haben wir was. So, eine Runde mache ich noch. Und dann war es das für die heutige Folge. So, du bist jetzt auf dem anderen Kontinent. Heißt der eigentlich komplett Nuna? Ja, der heißt komplett Nuna. Ein riesiger Kontinent, okay. Jo, dann würde ich sagen, das war es jetzt für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. In der nächsten Folge schauen wir mal, was wir hier mit Harald machen. Und vielleicht schaffen wir es sogar relativ bald. Natürlich, Japan hat jetzt auch noch den unbekannten Spieler bekehrt. Heißt, wir sind gleich auf mit Japan. Aber wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer gilt Grüßli, euer Mr. Kruzi.